So Leute, ein Hallo und ein herzlich willkommen zurück zu Hyrule Warriors. Im heutigen Part wollen wir mit Midna kämpfen. Dafür wollen wir aber erstmal ein wenig was in ihr ändern. Denn sie ist ein wenig schwach. Oder eher gesagt, hat noch nicht so viele Skills wie die anderen. Deswegen machen wir es einfach ein bisschen einfacher. So. Haben wir noch ein bisschen Items hier. Und machen natürlich erstmal hier ein bisschen, ja, ich sag mal Killerinstinkt sozusagen. So. Dafür haben wir noch was nicht. Und was haben wir hier? Ja, das können wir alles opfern. Ich meine, wir haben ja ziemlich viel. So, die Spezialleiste ist jetzt etwas schneller voll. Und können wir irgendwas noch machen? Nein, das war's erstmal. Verteidigungsmedaille. Natürlich müssen wir noch das Elixier holen. Sehr wichtig. Und das war's dann auch schon. Und Hilfsmedaillen. Natürlich, Festungen werden etwas schneller erobert. Ist auch wichtig. So kommen wir nämlich richtig gut voran. Und das war's auch schon. Midna kann noch nicht mehr machen. Okay. Dann wollen wir mal ganz einfach mit Midna in den Schattenpalast eindringen. Zwar wird hier Lana empfohlen mit ihrem Zauberbuch, aber wir benutzen einfach Midna. So wie wir immer drauf sind. Und nutzen die Fluchfessel mit Stärke 88 und Combo 3+. Und damit freuen wir uns auf eine kleine Geschichte mal wieder. Lana hat saved an unusual girl named Agatha from the Twilight. To thank Lana for her rescue, Agatha gave her a goddess butterfly. An insect that could guide her wherever she wished to go. A curious Twi'lek named Midna also joined the party for reasons of her own. The heroes follow the goddess Butterfly, eventually arriving at the Palace of Twilight. There, they met a terrible foe. It was Zand, the usurper king of the Twilight Realm. Lana and Midna would have to overcome his unnatural powers to complete their task. Ja, und so geht es in die Schattenfestung. Das Schlachtfeld! Alter, ist das groß! Das Schlachtfeld ist aus unserer Sicht her mit Midna, Lana, Agneta und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Alter, 9, 10, 11, 11 hylianischen Hauptmänner besetzt. Das klingt auf einer Seite gut. Der Gegner besteht aus Zanto, Feuerarealfosse. Da müsste doch eher Wasser gut sein. Und das... Und Flammengipto. Und das einfach mal nicht zu wenig. Wir haben zwei Plätze, die uns gehören. Und es gibt... Oh, gar nicht so viele Plätze, wie ich dachte. Das sieht auf der Karte richtig groß aus. Aber es gibt nur 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Plätze. Gut, dann wollen wir mal die Schlacht beginnen. Oh. Optisch sieht das ja schon mal schön aus. So, also, ja, die Grafik ist nicht beste, aber optisch sieht das schon gut aus. Hält sich wenigstens alles daran, wo es dran halten soll. So. Und wir fliegen. Können wir auch schneller fliegen? Ah, da kommt auch dann... Dann kommt der Hund, okay. Ah Gott, aber sie hat... Das Problem ist... WTF. Das Problem, was sie jetzt hat, ist einfach... sie hat einen kleinen, ja, Rückstoß. Also es bedeutet, dauert ein bisschen. Zur Zeit, wir uns nach Osten bewegen. Bin ich schon dabei? Irgendwie schon. So, der Wachmann ist kaputt. So, Osteingang, Ostausgang. Das ist kein Problem. Jetzt wollen wir mal gucken, was wir hier für einen Special Move haben. Es geht, es gibt Besseres. Also ich habe auf jeden Fall schon Besseres gesehen. So, was haben wir als Move? Aua! Hallo? Tatsächlich das Seelenportal im Heimlichen. Ja, das war mir schon klar. So, du stirbst jetzt. Alter, es geht schon ab. Ja, die... Im richtigen Einsatz, würde ich sagen, ist die Kugel auch schon etwas wert. So, die Truppen von Zanto gehen auch auf unser Hauptquartier. Das sollten wir natürlich ein bisschen verhindern. Und die Musik hat echt was Creepy-mäßiges, ne? So. Erstmal den Festungskommandanten natürlich voll zermatschen. Weil jetzt einfach... Aua! Dich habe ich noch gar nicht gesehen. So, richtig schön eigentlich. Im Hintergrund hört man in einer Tour immer dieses Midna-Geräusch, wenn sie aus dem Schatten rauskommt. So. Alter Schwede. Wo ist denn der Typ jetzt hier? Der muss auch mal sterben. So. Wir kriegen sogar direkt eine Kiste, das ist gut. So, wie kommen wir denn ran?
Nein. Böse. Du sollst sie öffnen. So. Was findet Midna als erstes, wenn sie ihre Kiste ohne Hände aufmacht und das Item auch einfach so ohne Hände rausnimmt? Aber mit ihren Haaren eher gesagt rausnimmt. Eine Waffe. Sehr schön. Die können wir auch irgendwo bestimmt gut gebrauchen. So, was mir ziemlich gut aufgefallen ist, ich muss mein Commentary ein wenig aufbessern. Anscheinend, ja, hat Hyrule Warriors ja momentan einfach nicht so die große Sprengkraft, sag ich mal. Also was heißt hier Sprengkraft? Die große Beliebtheit. Auf meinem Kanal ist das echt gerade ein wenig traurig. So. Dich erstmal besiegen. Was zur Hölle war das denn jetzt? Ich habe da irgendeine Schattenhand jetzt bekommen, so ein Schattensymbol und eine Leiste. Was ist das denn für eine Leiste? Ich saug die Gegner in mir auf. Warum saug ich den Gegner in mir auf? Was? Da lächelt sie einfach. So. Oh Gott, ich habe glaube ich... Ja genau, zwei werden nur anvisiert, aber 16 werden getroffen. Ist schön. Ich werde auch dieses Projekt irgendwie jetzt auf 4 Uhr... ja, hauen. Ich weiß nicht wieso. Nee, was heißt hier 4 Uhr? 20 Uhr, sorry, mein Fehler. Ich glaube, das ist der erste Part, der auch um 20 Uhr kommt dann. Also nicht wundern, wenn ihr euch jetzt wundert, hä, warum kommt denn nicht jetzt ein Blob, sondern eher das hier. So. Da müsst ihr euch jetzt dran gewöhnen. So. Aua, hey, ich will gehen. So, Agneta kämpft schon fleißig und verliert auch ein bisschen Kraft. Oh Gott. Midna, kennst du diese Gestalt mit der seltsamen Maske? Boah, ist das amüsant jetzt. Kommt her. Oh, ist das schön. Das tut sogar denen richtig weh. So. Alter, ich habe manchmal so ein Gefühl, ich töte damit mehr als sonst. Oh, was bist du denn? Ach, du bist so ein... Nix da. Hä? Warum liegt... Hä? Was geht denn da ab? Nein. Hast du... Diese Gipkos sind aber echt nervig, ne? So. Ah, ne, es lebt immer noch. Okay. Mann, hör mich auf, immer zu stunnen. Das sind... Das sind diese ekelhaften Stun-Gegner. So. Weg mit dir. Und gib mir deine Items, bitte. Eine Waffe. Sehr schön. Es ist nicht mein Problem, wenn ihr einfach so vordrückt. So. Weil theoretisch habe ich euch nie befohlen, nach vorne zu gehen. Ihr seid alle von selber nach vorne gegangen. Oh, schon wieder dieses ekelhafte Auge. So. Mission erfolgreich. Die Festung gehört auch uns. Und wo ist meine Essenz? Hier vorne gelandet. Hä? Ich habe doch irgendwo Essenzen bekommen. Egal. Die Agneta Spezialeinheit hat den Ostpalast erobert. Warum nennst du die Spezialeinheit nach dir? Das ist nicht sehr nett von dir. So, was haben wir denn hier drin? Wir kriegen momentan echt viele Items, ne? So, wie ist es noch eine Waffe? Ah, der Haken! Krall dich an Gegnern und, oder Vorsprung fest, so hast du mehr Möglichkeiten, dich fortzubewegen. Ah, okay, das ergibt... wir haben zwar die Festung, aber das Tor ist noch zu. Finden wir einen anderen Weg. Ja, komm. Ich finde es übrigens sehr interessant, wie sie ihr Hündchen reitet. Das gefällt mir. So, wo haben wir es denn? Es ist auf jeden Fall im Inventar mit drin. So, wie funktioniert das? Ah, sehr schön. Hallo? Zwielichtdrache Argrok. Wo bist du denn jetzt? Da ist ein Gipko. So. Nix da, nix da, nix da.
So, Argok rechts Richtung Westplatz vor. Ach, der ist da oben. So. Wir müssen erstmal diesen komischen Typen hier. Mein Gott. Was zur Hölle? Wie mächtig ist der denn? Was? WTF. Oh nee. Oh nee. Jetzt müssen wir uns leider beeilen. Ich hoffe, wir kommen hier einfach durch. Ich will jetzt nicht unnötig Kämpfe machen. Sondern möchte einfach hier durch und diesen komischen Drachentypen da fangen. Wow. Magiekreises. Ja, welchen Magiekreis denn? Ja, ich kämpfe hier schon zurecht. Also, erobere den Westplatz und aktiviere den Magiekreis. Ja, okay. Wir sollten uns beeilen. So. Da, Lana darf nicht fliehen. Ah, genau, jetzt müsste auch noch hier hinkommen. So. Ja, übertreib doch mal. Wie soll ich denn zwei gleichzeitig beschützen? Ist da drüben alles in Ordnung? Ich bin hier mittendrin im Ja, das bin ich sogar wirklich. Ich find's sogar cool, dass sie immer hier einmischt. Ich will auch helfen. Nein, willst du nicht. Du machst eh nix. So, wir haben da unten noch einen Platz. Ist der auch ein Böse? Ja, der ist böse. So, komm, die können wir auch mal einnehmen. Ach Gott, wir haben keinen Angriff. Fuck. Oh, da kommt so ein Auge wieder. Mann. Das darf nicht wahr sein. Hier. Die haben sie echt jetzt oft... Die haben sie echt oft eingesetzt. Das geht ein bisschen auf den Senkel. So. Ist kaum noch geschützt. Wir brauchen Verstärkung. Was? Nein! Hallo? Och, nö, ey. Wir müssen erstmal... Ah, dieser Typ muss erstmal weg. Oh, guck mal, da hinten kommen sie auch schon wieder. Ja, ich weiß. Deswegen geh auch mal weiter. Aber du kämpfst da eher, ne? Ich möchte das hier zum Vorteil nutzen. Wenn ich den Tod habe, dann ist auf jeden Fall unsere Einheit ein bisschen stärker. So. Jetzt helfe ich mal lieber ihr ein bisschen. Du hast Palast droht zu fallen. Ja? Oh, hier ist Abgrund, Mann. Das ist nicht nett. Das macht man nicht. So, wo ist sie denn? Ach Gott. Übertreibt ihr nicht ein bisschen mit euren Angriffen? Einfach mal drei gegen ein Mädchen. So. Hallo? Hört mich auf, in meinen Angriff zu stören. So. Du erstmal weg. Dann ist nämlich die erste weg. Hä? Aua. So. Mein Gott, geht ihr mal auf den Sack, ey. Ihr seid viel zu viele. Das ist echt schlimm mit euch. So. Der erste weg. Und... Na, 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 na. Du bleibst mal schön hier unten. So. Nummer zwei. So, wir kriegen direkt zwei Waffen. Wie geil ist das denn? Ist hier noch jemand? Weil sonst kann Lana direkt weitergehen. Ich glaube, sie geht schon weiter, ne? Lana? Komm her! Nein, hör auf zu kämpfen! Scheiß doch mal auf die jetzt hier! Es tut mir ja leid. Ich weiß, du willst mit deinen Büchern da schönen Spaß haben, aber mach den Magiekreis. Oder beeil dich wenigstens dahin zu gehen. Weil dafür haben wir echt keine... Hallo? Guck, sie steht da rum. Das ist echt, was mir auf dem Spiel... Wegen einem Gegner. Da machen die immer Terz. Das geht mir so tierisch auf den Sack. Das ist... Das haben sie in dem Spiel echt versaut. Das geht riesig auf den Sack, wenn sie für einen Gegner einfach mal alles vergessen und... Ja. Vor allem ist es ja auch so halbwegs eine Zeitmission, ne? Weil wir haben ja nur eine Stunde Zeit. So. Gut, da ist der Magiekreis. Was machen wir denn jetzt damit?
Ah, Ketten. Das war's mit den Ketten. Was? Du mich auch. So, er wurde abgewehrt erstmal. Oh, Gipto. Oder Feuer-Gipto eher gesagt. Treffe ich die überhaupt? Ich hab... Oh Mann, ich hab gar keinen getroffen. So. Komm, du stirbst jetzt. Aragog haben sie vielleicht besiegt, aber meine Pläne sind längst nicht durchkreuzt. Ja, denke ich mir schon. So. Bumeranghund. So, der Spezialist wurde auf dem Schlachtfeld gesichtet. Und schon wieder so ein Elender. Oh Mann, du gehst mir tierisch auf den Sack. So. Mann, dich will ich erstmal loswerden. Du hältst auch nicht viel aus, das ist der Vorteil. So. Willst du mich verarschen? So. Was mache ich denn jetzt noch? So, Agneta ist in Gefahr, ne? Wo ist sie denn jetzt? So, da ist noch ein Arealfoss. Den töten wir auch noch. Sie sind auf jeden Fall moralisch gut drauf. Ich glaube, das zählt gerade mehr. Alter, aber hier geht auch voll die Post ab, ja? Ist mal gar nicht übertrieben. So. Alter, hier geht echt was ab, ne? Ach, da oben. Moment mal, was soll das? Du ungeheuerter Klotz. Lass die Kamera los. Oh je, Mini, wir sollten uns beeilen. Schnell, besiege den Spezialisten. Ich bin auf dem Weg. Es wurde noch einer der Spezialisten gesichtet. Was? Oh nö, ey. Ich bin auf dem Weg. Alter, schaut mal einfach, wie alles voll gespammt wird, weil alles einfach los ist. So, wo ist denn der Spezialist? Da hinten. Weißt du? WTF, die tötet den einfach fast schon selber. Ich soll helfen. So. Jetzt gehe ich einfach mal hier durch die Tür. Ich glaube, die müsste jetzt auf sein, ne? Nö. Hä? Wo kommt der denn jetzt? Alter, es ist hier echt viel los, ne? So. Na, da habe ich schon gesehen. Du Arschloch, ich hasse diesen Move. Und ich versuche den immer so zu blocken, obwohl... Obwohl, es bringt sogar was. Boah, hör auf damit. Warum machst du sowas? Was hast du jetzt vor? So. Der Hyrule-Hauptmann hat den Feuerareal fast abgewehrt. Okay, das ist gut. So, den noch töten. Danke. Ey, hier ist aber echt viel los, ne? Das ist, geht auf jeden Fall hier ein bisschen ab. Ist echt nervend. Hä? Ah, er ist auch noch da. Aber warum ist er denn auch noch da? Alter, die sind echt keine Gefahr, ob im Feuer oder nicht im Feuer, ne? Die haben einfach denselben Move. So. Er ist auch tot. Willst du mal auch sterben? So. Jetzt sollten wir auch den Hauptmann hier oder den Vorpostenhauptmann besiegen. Ja. So. Guck mal, wo ist sie denn jetzt hingegangen? Bei Darknetha, weil die einfach mal vorrennt. Kann nicht wahr sein, ey. Nur weil die Alte mal vorrennt. Ist sie hier? Weil die Alte einfach immer vorrennt. Warum rennt die immer vor? So, das war jetzt auch nicht schwer, die zu finden. Sie hat ja so auf der Karte aufgeblinkt. So, der Spezialist ist schon längst tot, du Idiot. Aua. Alter, du gehst mir tierisch auf den Sack, du Arealfoss. Greif für den hier an.
So. Diese Wunden soll. Was? Diese eine Wunden sollten eigenermaßen geheilt sein. Greift das Hauptquartier an. Los! Was? Oh, nee, ey. So. Also. Du nervst richtig. Stirb mal. Ihr, irgendwie seid ihr gerade in einer nervigen Kombo hier. Es geht mir tierisch auf den Sack. Natürlich. So. Ende. So. Ist der vergibt und nicht auch noch da? Du bist doch eigentlich auch noch da sein, ne? Ja, ich bin auf dem Weg, halbwegs. Mein Gott, ist das hier ein Feier, ey. So. Ja, ja. Ich weiß, ich bin unterwegs. Was bist du denn? Was war das denn jetzt? Alter! So, ihr müsst euch hier mal kurz drum kümmern. Ich muss unbedingt zurück. Hallo, Feuergipto. So, der Weg ist... Es ist ein ziemlich weiter Weg dahin. So, du bist fantastisch. Hast du es gefallen? Oh Gott, ey, jetzt geht auch alles wieder unter. Ist klar. Können machen, was wir wollen. So. Hör mal auf, du komischer Vogel. Vor allem, wann können wir gegen dich kämpfen? So, einnehmen kurz. Und dann ist der Part auch schon zu Ende, würde ich sagen, ne? Ja doch, der ist gleich zu Ende, ne? Ja, Tatsache. Ja, ist wirklich... Oh, das geht aber ziemlich schnell bei dem Spiel, ne? Das ist echt erstaunlich manchmal. So. Jetzt ist der auf jeden Fall erstmal erobert. Und jetzt komm, mach diesen komischen Kreis. Danke. Ist auf jeden Fall eine harte Schlacht, finde ich gerade. Oh ja. So, Magiekreis Nummer 2 und wieder mal wird dieses komische Drachenviech entschleudert. So, im Bedrängnis. Ja. Im nächsten Part müssen wir erstmal gucken, dass wir hier wieder ein bisschen Ordnung in die Sache reinbringen. Der Gegner ist ziemlich stark. Mal gucken, wie es im nächsten Part ausgehen wird. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Und bis dahin erstmal danke fürs Reinschalten. Und Masala Vista, Baby.